Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ungewohntes Setting, ihr seht. Wir sind in meinem Keller und das hat auch einen besonderen Grund. Und zwar machen wir heute zusammen Flexol. Ja, viele von euch werden das vielleicht nicht kennen, weil es nicht ganz so das Thema Wäsche ist, aber ja, Flexol ist für Käfer ein spezielles Substrat, was dafür sorgt, dass die ordentlich wachsen und gut zu fressen haben und ist im Endeffekt fermentiertes Holz. Und ja, das werden wir jetzt zusammen herstellen. Ich habe da ein super Rezept gefunden von der Käferzucht Dresden und habe das dann noch ein bisschen abgeändert, weil das so das Standardrezept ist aus dem Käferforum. Und zwar ist das der, ich blätter euch hier gleich nochmal ein, wie er heißt. Ich glaube, ne, Paul Käfer ist das. Und ist ein super Typ, kommt aus Frankreich anscheinend. Und ja, da habe ich auf jeden Fall Tipps mitgenommen. Ich werde euch alles in die Kommentare packen, sowohl was ich verwende, als auch den Beitrag aus dem Forum, aus dem Käferforum. Weil ihr kennt das, ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Ich versuche es jetzt nur und nehme euch dabei mit. Also ich würde sagen, ich baue jetzt eben um, beziehungsweise zeige euch noch, was wir alles brauchen. Und ja, würde ich sagen, legen wir los. Bis gleich. So, meine Lieben, da zeige ich euch einmal, was man dafür braucht. Also für eine 60 Liter Packung Buchenholzgranulat, woraus anscheinend 100 Liter Flexol werden sollen. Bin ich mir nicht sicher, aber ist auch egal. Also wir brauchen einen Sack, 15 Kilo Buchenholzgranulat oder Eichengranulat in feiner Körnung. Dann, also das sind jetzt 0,5 bis 1,5 mm. Falls es nicht stimmt, schreibe ich euch das hier unten nochmal hin. Da brauchen wir für einen Ansatz zwei 5 Liter Kanister. Einen zum zuerst rein, dann den zweiten. Aber erst, wenn diese Grundmischung da ist. Und das machen wir zwei Stück, weil wir zwei Ansätze herstellen wollen. Was ist das hier? Oh, wird schon passen. Und zwar ist da Folgendes drin. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Also was genau an der Dosierung. Und aber kurz zusammengefasst, es ist Weizenmehl drin, Dextrose, Traubenzucker ist Dextrose. und Sojaprotein. Das ist eigentlich kein Hexenwerk und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Dann haben wir hier noch eine 145 Liter Wanne zum sauberen Vermischen. Und ja, dann habe ich hier meine Standardkisten, die ich immer verwende, die 60 Liter. Einmal hier oben mit Gase, dann hier Gase. Und auf einer Seite ist unten in dem Bereich hier nochmal drei Löschen angebracht. Ich will jetzt mal checken, ob ich das so machen kann. Weil im Forum hatte ich jetzt gesehen, dass die Leute einfach, Moment, ich gehe mal auf den Fünfer, dass die Leute einfach hier den Deckel so drauflegen. War mal zu blöd, weil dann gehe ich Gefahr, dass da Traumücken ihre Eier reinlegen. Und ich habe die Mistviecher gerade unter Kontrolle, deswegen werde ich das so nicht machen. Aber ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt umbauen und dann sehen wir uns wieder. Wir dürfen nämlich beim Vermischen zugucken. Soll sehr viel Spaß machen. Hab mir auch extra hier so einen Schlauchschal mitgenommen, damit ich den ganzen Scheiß nicht einatme. Den ganzen Feinstaub und so. Und ja, legen wir mal los. So, meine Lieben, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen gut hingekriegt für euch. Ich hoffe, das hält so, mein Konstrukt. Und segelt mir dann gleich nicht runter. Also hier haben wir halt einen der beiden 60 Liter Bottiche mit dem Buchenholz. Und wie ihr seht, sehr fein. Wie gesagt, 0,5 bis 1,2 mm. Und da ist halt die Faustregel, soweit ich das jetzt bisher im Forum gelesen habe, umso feiner, umso schneller geht's. Jetzt ja, verteile ich das hier erstmal so, dass es gerade ist. So, dann wird die Maske aufgesetzt, damit die Nachbarn sich auch denken, was das für ein Spinner, wenn die hier reinkommen. Und dann packen wir hier die Startermischung ein, die ich abgewogen habe. Ganz wichtig ist, dass man die reingibt, bevor man Wasser reingibt, ne? Weil sonst lässt sich nicht mehr so gut mischen. Hey, diese Klumpen verteilt sich nicht mehr so gut und das wäre. Da macht sich das Fitnessstudio auf jeden Fall bezahlt. Ich überlege, dass ich das jetzt alle 4 Tage machen muss. Und den genauen Ablauf gehe ich dann mit euch nochmal nach und ab, wenn wir wieder oben in gewohnter Umgebung sind. Das macht auf jeden Fall Spaß, muss ich zugeben. Am besten hinknien. Das sage ich auch noch ein bisschen. So. Ja,
Ecken. Sollte auch nichts mehr sein. Dann jetzt das Wasser dazu. Und zwar erstmal, also ich habe hier so destilliertes Wasser gehabt und habe die Kannen einfach behalten, also die Bottiche hier zum Glück. Rezept, das ich euch verlinken werde, steht drin 50 Liter. Bei mir wurde von den Jungs gesagt, aus der Käfer-WhatsApp-Gruppe, dass das egal ist. Also, dass man da keine Wissenschaft ausmachen muss, weil es ja im Endeffekt nur fermentiertes Holz ist. Ne? Ich muss sagen, ich war ja damals im Sandkasten auch schon sehr aktiv. Deswegen macht mir das hier gerade schon. Viel Spaß. Aber es ist gerade irgendwie schade, dass es noch keine Möglichkeit gibt, Geruch zu übertragen. Weil, ich muss zugeben, das riecht schon echt lecker. Mal schön aus den Ecken rausholen. Ich glaube, mehr als 120 Liter auf einmal an Flexsäure würde ich nicht herstellen. Beziehungsweise doch. Sind 30 Liter, Entschuldigung. 15 Liter pro Sack. So, das haben wir einmal schön durchgemischt. Ich sehe das jetzt gerade so die Optik. Jetzt kommt noch das restliche Wasser dazu. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht noch in die 60 Liter Box wieder reinpasst. Wichtig ist wohl, das seht ihr das auf der Kamera, hier ist jetzt noch etwas trockeneres Substrat, dass das alles schön schokibraun aussieht. So schön gleichmäßig verteilt, keine Klumpen. Das ist auch ganz wichtig, wie ihr hier seht, immer aus den Ecken rauszuholen. Macht das Spaß. Aber es tut mir nicht alles. Ne? Ich weiß nicht, ob die Preise vom Flex bei euch geläufig sind. Aber das hat man gut und gerne für Liter 4 Euro. Glaube ich, war das. Ja. Und da ich ja lieber, also ich gerne Sachen selbst mache, weil ich ja auch jetzt meinen würde, kriege ich ganz gut hin. Suche ich mich dann mal selber dran.
Ach, und die Boxen, die ich alle gesehen habe, sind alle vom Action, ne? Da denke ich euch dann auch noch. Substanzen sind jetzt eh nicht mehr so, dass sie durch die Gegend fliegen. Und vermischt sein sollte das jetzt auch eigentlich alles. Ihr seid noch da. Video läuft 8 Minuten. Sportlich. So. Jetzt nehmen wir uns hier die 60 Liter. Und füllen um. Ich sehe gerade, dass ich hier vorne. Das soll wohl nicht so schlimm sein, weil ich ja alle 4 Tage, meine ich, die ganze Schose wiederholen muss und alles umrühre. Dann nochmal so schön durchmengen und dann wieder zurückpacke. Ja, habe ich das ja möglichst perfekt haben. Ne? Mal gucken. Bisschen, das ist gut. Das ist sehr gut. Wie gesagt, ich mache das alles zum ersten Mal. Aber durch die Jungs im Forum und in der WhatsApp-Gruppe fühle ich mich eigentlich recht sicher, muss ich sagen. Das ist ja auch, kein Hexenwerk. In der Natur funktioniert das ja auch. Das hier alles drüber. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so vorkommt. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze wird jetzt schon warm. Also nicht so, dass es jetzt heiß ist, aber es ist jetzt auch nicht kalt, obwohl ich kaltes bzw. Zimmer und das Wasser genommen habe. Genau, ob das so schnell gehen kann, weil es halt eigentlich Prozesse, die Bakterien da vollziehen. Ja. Eigentlich soll man das wohl nicht verdichten, aber ich weiß sonst nicht, wie ich das hier reinkriegen soll. Verdammt, hätte ich mal doch die 80 Liter Boxen genommen. Ja gut. Ich gehe nochmal eben schnell hoch. Ich habe ja noch 2 fertige. Und fülle mal ein bisschen um. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe dann jetzt noch mal 2 60 Liter Boxen geholt. Ich muss zugeben, ich habe unterschätzt, wie sehr das aufgeht. War aber auch nämlich immer so ersichtlich, wie groß die Boxen da waren. Wie gesagt, Video und Forumbeitrag
Ja, packe ich euch in die Kommentare, beziehungsweise in die Videobeschreibung, damit euch sowas nicht passiert. Also nehmt am besten für die Haltungsboxen quasi 80 Liter. Da habt ihr noch ein bisschen Platz, aber ich denke mal, ich kriege das jetzt auch so runter. Machen wir mal weiter. Ihr seht, wir haben jetzt hier kaum. Ich hatte jetzt hier gerade noch ein Stück. Ich weiß nicht, ob man das klarer sieht, weil ich am Weg bin. So. Da war kaum noch was Trockenes. Das haben wir gut gemischt. Bei dieser 145 Liter Box zu mischen ist auf jeden Fall super. Das Ding ist, warum ich das jetzt lieber aufteile, anstatt versuche, das einzuquetschen. Das muss am besten locker eingebracht werden, damit die Bakterien, die da drin sind, halt noch genug Sauerstoff bekommen. Deswegen machen wir da gleich auch was, damit das definitiv gewährleistet ist. Aber das seht ihr dann gleich. Ich muss zugeben, mir war klar, dass das wahrscheinlich aufgehen wird, weil es Holz ist, ne? Aber sein Volumen verdoppelt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das gut 50-50 aufteilen. Ne? Sonst die Nachsupplementierung schwierig wird. Vor allem, wenn ihr das riechen könntet. Ne? Der Hammer. Es riecht einfach lecker. Ja, gut. Die Actionboxen sind zwar gut, aber so viel halten sie dann anscheinend doch nicht aus. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Ist doch gleich, ne? Das sieht doch gleichmäßig aus. Super. So. Jetzt nehmen wir uns hier einen schönen Holzstock. Machen hier Löcher ins Substrat. Damit, wie gesagt, die Bakterien noch mehr Sauerstoff ziehen können. Überall genug hinkommt. Ich meine, klar, wir haben ja jetzt die Flächen angepasst und also wir haben Belüftungsflächen eingebracht und so weiter und so fort. Aber erstmal so machen, wie es im Rezept steht, und dann können wir immer noch optimieren. Ne? Moment, ich muss mal gucken, ob ich das hier mit der Kamera jetzt machen kann, um nicht runterzuhauen. Ein bisschen ASMR für euch jetzt. Ne? Schön, aber selten. Wenn die von euch, die schon mal Flex oder selbst gemacht haben, können wir in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann, dies, das. Ne? Also ich bin immer offen für Hilfe und so. So.
So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir über Schlitze zuzugucken. Ich mache jetzt noch den anderen Ansatz eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder oben. Also wenn ich oben am Schreibtisch bin und dann besprechen wir noch ein bisschen was. Und damit ich das alles noch erklären kann, dies, das, weil ich habe bestimmt auch vielleicht ein bisschen Mist erzählt hier beim Mischen, so nebenbei. Das würde ich dann gerne korrigieren. Ja, also bis gleich. So, Freunde, dann bin ich wieder in gewohnter Umgebung, nicht ungewohnter, sorry. Da ist doch mal die Brille auf, auch wenn es ein bisschen spiegelt, aber ja, sonst kann ich nicht lesen. Zumindest alles, was weiter entfernt ist, halt so ja, einen Meter. Und ja, also das Rezept fürs Flake Soil, was ihr jetzt gesehen habt, was ich ja gemacht habe, ist für 50 Liter. Mir wurde jetzt aber gesagt, du kannst auch 60 Liter nehmen, weil ein 15 Kilo Sack von der Menge, die ich gerade angesetzt habe, und zwar, Moment, lass mich mal eben schauen, auf Amazon, damit ich jetzt hier nichts Falsches erzähle. Ich meine, ich verlinke es euch auch in den Kommentaren, wie sage ich immer Kommentare, in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Und zwar war das Goldspan-Räuchermehl B15 extra fein, 15 Kilo mit einer Körnung von 0,2 bis 1,25 Millimetern. Und das sind ca. 60 Kilo, 60 Liter, 15 Kilo. So, und mir wurde gesagt, ist egal, kannst du einfach reinschmeißen. Ne? Also das Rezept, was ich euch jetzt sage, ist eigentlich für 50 Liter. Ich habe es jetzt einfach auf 60 erhöht. Ja, weil es egal ist. Ne? Also mit dem, was ich jetzt nehme, sind es 60 Liter, damit ich mir nicht immer die Gedanken mache, hey, was waren da jetzt nochmal? Ja, habe ich mir jetzt einfach so notiert hier am PC. Ne? Und bei der, also ich sage jetzt einfach mal insgesamt, was wir jetzt brauchen, über den gesamten Zeitraum, wo wir das Flake Soil von Anfang bis wahrscheinlich zum Ende fermentieren werden. So, das sind einmal 60 Liter Buchen- oder Eichenholzspäne. Ich habe jetzt Buche genommen, weil da der pH-Wert wohl besser sein soll. Da brauchen wir 250 Gramm Weizenmehl, 2250 Gramm, also 2,25 Kilo Traubenzucker, dann 120 Gramm Sojaprotein, 10 Liter Wasser und das ergibt am Ende, also ein 60 Liter Sack, ergibt dann wohl das gleiche an Flake Soil. Weiß ich nicht, Digga. Also ihr habt das, ihr habt das gesehen, ne? Also ein 60 Liter Sack ist jetzt aufgegangen nach der Zugabe von Wasser und ist jetzt das Doppelte. Also würde ich eher sagen, 60 Liter, also ein Sack, 60 Liter, ergibt ca. 120 Liter Flake Soil. Ich weiß nicht, ob das am Ende jetzt noch weniger wird, weil es ja auch ein bisschen was abgebaut wird. Ne? Ja. Also haben wir jetzt gerade einfach 240 Liter Flake Soil angesetzt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich eventuell erstmal nur einen Sack genommen. Weil ich habe ja noch nicht mal Käfer. Ich habe die Rosenkäfer hier hinten. Moment, welche sind das? Ja, in der 2-3, da. In der 1200 Liter Box habe ich Rosenkäfer. Die brauchen nicht mal Flake Soil. Das war jetzt einfach nur als Vorbereitung, weil ich in Hamm, in dem nächsten, will ich mir Käfer zulegen. Wahrscheinlich Megasoma Elephas Elephas. Oder einfach Megasoma Elephas und hat es erstmal Boogie als Einstieg. Und ja, wie verfahren wir jetzt? Also ihr habt gesehen, wir haben jetzt die 60 Liter Buchen- oder Eichenspäne 0,5 bis 1 mm haben wir genommen und haben unsere Startermischung hinzugefügt. Ich weiß, ich werde die wahrscheinlich schon verlinkt haben, beziehungsweise das schon mal hingeschrieben haben, was da drin ist, aber ich sage es jetzt nochmal. Und zwar war die Startermischung, ne, nicht das, was wir insgesamt brauchen, was ich gerade gesagt habe, sondern die Startermischung waren 250 Gramm Weizenmehl, 250 Gramm Traubenzucker, 150 Gramm Sojaprotein, beziehungsweise Bio-Sojamehl geht auch. Und das haben wir dann erstmal im trockenen Zustand gut vermengt. Dann haben wir 10 Liter Wasser hinzugefügt insgesamt, aber erstmal nur 5 Liter, also die Hälfte. Dann einmal schön umrühren, alle Klumpen rausmachen, schön alles durchmengen und dann nochmal 5 Liter. Denn so ist das einfacher, habe ich jetzt auch gemerkt. Also du kriegst die Klumpen easy raus, es ist keine Matschepampe und am Ende ist das alles schön fluffig und riecht super lecker. Also schade, dass ich das euch nicht rübergeben kann, aber es ist also wie im Wald einfach, boah, wird noch besser, habe ich mir sagen lassen. Ja, und das ist dann wichtig, das dann locker in die Box wieder einzufüllen. Also nicht drücken, sondern locker. Weil die Bakterien und Mikroorganismen, die da dafür sorgen, dass das alles abgebaut bzw. umgewandelt wird, also diese brauchen halt Luft. Deswegen habe ich auch die Boxen so gemacht, wie ich sie bei meinem Schaben auch habe, damit ich die Decke ganz drauf machen kann, damit ich keine scheiß Trauermücken, oh, entschuldigt, ich piep's mal raus oder so, nämlich keine lieben Trauermücken da reinbekomme, weil ich die gerade hier größtenteils, ja, ich sag's gerade, und da ist eine.
Ja, also die nerven halt. Also sie sind nicht schlimm, finde ich absolut nicht schlimm, aber ich habe halt keine Lust, weil das Flexsoil ist halt richtig proteinreich. Also das ist so das Beste, was die kriegen können. Das ist besser als normale Erde. Und wenn die da reinkommen, denke ich, wird das schon explodieren. Und da habe ich echt keine Lust drauf. Und ja, deswegen locker einfüllen, Stiele mit dem Stiel, ca. 16 Löcher reinmachen, habe ich mir aufgeschrieben, weil in dem Video, was ich euch auch unten verlinke, waren 16 Löcher. Ich habe es jetzt einfach so nach Gefühl gemacht. Ne? Kann ich euch auch hier nochmal ein Bild einblenden, wie ich das dann gemacht habe. Ich habe mich auch beim zweiten Mal, habe ich dann einfach Fotos gemacht, habe das genutzt. Weil einmal filmen und dann Fotos machen ist ja ist eine gute Mischung. Und die Löcher müssen auch bis zum Boden gehen, damit die Bakterien halt atmen können. So, dann haben wir einmal die Belichtung, die Belüftung oben, vorne und hinten und dann noch diese Belüftungslöcher. Also ich denke, das sollte auf jeden Fall passen, dass das Substrat ordentlich durchlüftet wird. Dann ist wichtig, die ersten 4 Tage machen wir gar nichts. Also nach 4 Tagen werden wir durchmischen. Das heißt, 2 Boxen in die große Box und dann gut durchmischen. So nach den ersten 7 Tagen geben wir dann 400 Gramm Traubenzucker hinzu und mischen das Ganze durch. Also sprich, wir nehmen 2 von den 60 Liter Boxen, packen die 145 Liter Box und ja, dann wird gemischt. Wieder schön alles verteilen und dann werden alle 3 Wochen, also im Anschluss an nach den ersten 7 Tagen, dann alle 3 Wochen werden wieder 400 Gramm Traubenzucker hinzugefügt. Und wenn es schokoladenbraun ist, ist es dann fertig. Aber ganz wichtig, alle 4 Tage müssen wir die 4 Kästen durchmischen. Ich denke, ich werde euch einfach mal Updates liefern, wenn ich Additive hinzufüge. Nennt man das Additive, oder? Ja, ich meine schon. Also wenn ich den Traumzucker hinzufüge. Damit ihr dann immer so einen Zwischenstand habt, wie es aussieht. Wenn ihr Bock habt, wenn das Video rauskommt, ich werde es, glaube ich, jetzt recht zeitnah droppen. Damit ihr vielleicht auch sagen könnt, okay, ich bestelle mir jetzt auch schnell die Sachen und macht dann mit. Und ihr wartet einfach, bis ich fertig bin, um zu sehen, ob es überhaupt klappt. Weil mir wurde das Rezept empfohlen von mehreren Leuten, weil es wohl einfach solide ist. Also es ist jetzt, es gibt auch noch andere Arten, die da wesentlich komplexer sind und dies und das, ne? Aber das wurde mir empfohlen, weil es solide ist, es klappt, es ist gut für die Tiere und ja. So, dann ganz wichtig, man muss es insgesamt 10 bis 14 Wochen reifen lassen, bis es einsatzbereit ist. Und dann ist es immer noch nicht am Ende. Also das ist nicht so, dass es, wie sag ich jetzt, dass es jetzt fertig ist und es geht nicht weiter. So, man kann es danach nämlich nochmal 8 bis 10 Wochen reifen lassen. Also insgesamt 10 bis 14 Wochen geben wir alle 3 Wochen dann diese Additive hinzu. Und mit der letzten Gabe, habe ich mir nämlich noch extra notiert, fügen wir dann noch 30 Gramm, je 50 Liter, beziehungsweise 60 Liter, Calciumcarbonat hinzu und 15 Gramm, je 50 Liter Chitosan. Aber das ist wichtig, erst bei der letzten Treibstoffzugabe oder auch Traubenzuckerzugabe. So, weil das sorgt dafür, dass der pH-Wert angepasst wird. Also Calciumcarbonat ist einfach nur Kreide. Also so, ja. Und das Chitosan sorgt dafür, dass da wohl keine Pilze entstehen oder so. Hätte ich mir vielleicht auch noch notieren sollen. Ich habe mir das alles hier auf dem PC extra aufgeschrieben. Ich werde es dann nochmal hier drunter schreiben, weil ich mich dann nochmal informiere, damit ich hier keinen Scheiß erzähle. Ja, und das wäre es eigentlich. Da habe ich mir noch einen Elektrokomposter, Fragezeichen. Da werde ich jetzt einen Elektrokomposter, Ausrufezeichen machen. Weil jetzt alle 4 Tage das durchzumischen, das wird schon, ja, das wird gut. Da ich momentan eh nicht ins Gym kann, ja, das ist eine gute Alternative. ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, weil aufgeschrieben habe ich mir jetzt weiter nichts. Ich habe mir jetzt natürlich noch so eine Tabelle gemacht, ja, um, das ist also so eine Tabelle, wie viel ich wofür bräuchte. Also für die Menge, die wir jetzt angesetzt haben mit 2 Säcken, sage ich jetzt einfach nochmal fix am Ende, wenn das 120 Liter, A30, also und 30 Kilo. Dann sind das 500 Gramm Weizenmehl, 4,5 Kilo Traubenzucker, 240 Gramm Sojaprotein, 20 Liter Wasser und das ergibt dann ca. 240 Liter Flexsäure. Am Ende. Ich könnte euch jetzt natürlich auch vorrechnen, aber dass das auf jeden Fall günstiger ist, sollte einleuchten. Weil, wenn ich das jetzt mal grob überschlage, damit ich hier keinen Stuss erzähle, also die Räucherspäne, Dextrosepulver und Sojagranulat. Ja. Also die Räucherspäne haben pro Sack 22 Euro gekostet. Ich habe die aber, glaube ich, im Angebot geschossen. Das letzte noch war, da war es 18 Euro pro 15 Kilo Sack. So, das Dextrosepulver habe ich in 10 Kilo Gebinde gekauft. Hatte jetzt keine Lust zu warten, weil das erst nächste Woche ankommt. Und das hat 26,49 gekostet.
Dann habe ich noch 1,3 Kilo Sojaprotein Isolat bestellt und das hat 13,90 € gekostet. So. Und alles in allem, das reicht jetzt für 240 Liter Flakesoil. Wenn ich jetzt mal beim namhaften Flakesoil-Hersteller auf die Seite gehe. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen, ne? Das ist super viel Arbeit. Ich kann verstehen, dass Flexo so teuer ist, wie es ist. Ne? Also verstehe mich da jetzt nicht falsch. Kosten 100 Liter Flexo 128,40. Sagen wir mal 130, runden wir mal auf ein bisschen, ne? Wegen Pipapo. Versand und so, ne? Dann wären das für die Menge, die wir gemacht haben, 260 und dann machen wir nochmal 50 oben drauf. Wenn das 320 Euro, die für die Menge, die wir jetzt herstellen, bezahlt hätten in einem Shop, wo ich weiß, das Flexo ist top, es ist absolut einwandfrei. Dass das nicht das ist, was wir jetzt für die Sachen bezahlt haben. Selbst wenn wir die Boxen mit reinnehmen, ist ja einleuchtend. Ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, aber an jeden, der sich das zutraut und das einfach mal probieren will, macht's einfach. Weil wenn es klappt und ihr das könnt, ich meine, klar, es ist Arbeit, dafür muss man die Zeit haben und das will ich auch gar nicht irgendwie schönreden. Das ist knackig. Alle 4 Tage da, so 10, 15 Minuten, denke ich mal, wird das dauern. Ja, das ist schon knackig. Das ist Arbeit. Keine Frage. Aber ich finde, das macht doch unser Hobby so ein bisschen aus, oder? Also, mir macht es Spaß, sowas zu machen. Und am Abend hat man da immer so die 10, 15 Minuten, finde ich. So, das ist, wenn man dafür wirklich brennt und das machen möchte, macht man es. Ich kenne viele, die das machen. Viele, die sagen so, ja klar, macht keinen Spaß, aber muss halt sein. Und man hat es halt auch ein bisschen so unter Kontrolle. Wenn ich merke, so das Rezept klappt, dann werde ich mich auch mal informieren im Forum und schauen, was, ob da nicht noch hier und da ein bisschen was besser geht. Und werde euch da auf jeden Fall dann auf dem Laufenden halten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch so Käfersachen interessieren, weil ich finde, ganz ehrlich, die Käfer-Community ist ein viel zu unterschätzter Teil unseres Hobbys, der Wirbellosenhaltung. Und es gibt so geile Käfer, das werde ich euch auch noch zeigen, wenn es soweit ist. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, was es da für Riesen gibt, das sind dann wirklich solche Oschis und so mit Horn oder so. Also, es ist einfach wundervoll, wie schön die aussehen. Das ist einfach schön, Freunde. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas öfters sehen wollt, wenn ihr Fragen habt oder ich irgendwie Stuss erzählt habe. Schreibt mir auch gerne drunter. Lasst ein Like da, ein Abo wäre auch ganz nett und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.